Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ich war ein bisschen shoppen, ich war ein bisschen unterwegs und habe ein paar Produkte gebraucht und ein paar Produkte nicht, aber sie durften trotzdem mit. Und ja, was alles mit in meine Einkaufstasche gekommen ist, seht ihr natürlich jetzt in meinem Video und ich hoffe, ihr bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den Haushaltsprodukten, weil da ist auch einiges mitgekommen, wobei ich euch jetzt nicht alles zeige. Also ein paar Sachen, Toilettenpapier, Zeberrollen, Taschentücher und so weiter, kennt ihr ja, kaufe ich regelmäßig und deswegen lasse ich sie jetzt hier raus und ja, jetzt zeige ich euch mal die anderen Produkte. Ja, es durfte mal wieder mit von Febreze hier der Textilerfrischer. Ja, das ist dieser hier mit der Duftrichtung, ich glaube, Frühlingserwachen, genau. Und ja, damit sprühe ich halt einfach die Polstermöbel ein, damit die wieder einen frischen Duft bekommen, weil die kann man ja nicht in die Waschmaschine stecken und nur Staubsaugen reicht halt nicht. Und ja, deswegen durfte das mit. Ja, ein Produkt für die Wäsche durfte wieder mit. Da habe ich jetzt einen schon fast aufgebraucht. Und das ist hier der Perwoll Sport mit Active Care Advanced, Active Frisch, Geruchsneutralisierung und Membranerhalt. Und zwar nehme ich die wirklich her auch für die Sportwäsche. Auch wenn man viel schwitzt zum Beispiel, nehme ich den gerne her, weil der nimmt den Geruch raus aus der Wäsche. Also es ist wirklich so, man hat es ja manchmal gerade bei Sportsachen, ist es ja oft so, dass die einfach irgendwann von Haus auf das Müffeln irgendwie anfangen. Und der sorgt halt wirklich dafür, dass, die Wäsche wirklich wieder frisch duftet, der Geruch wirklich raus ist und ja, deswegen duftet er unbedingt mit. Ja, bleiben wir beim Waschen und da gibt es bei DM gibt's die große Größe, bei Rossmann kriegt man nur die kleine Größe. Und zwar ist es hier von Sacrotan der Hygiene-Wäschespüler mit Duft. Also ich verwende jetzt eigentlich nur noch den als Weichspüler. Also ich brauche da eigentlich fast keinen normalen Weichspüler mehr, außer ich will mal einen anderen Geruch haben, weil ich habe noch einen dabei. Und ja, der macht halt wirklich die Wäsche wirklich schön duftend, schön. Man hat das Gefühl, die ist richtig schön sauer und der Duft ist wirklich so, so toll. Einfach frische Wäsche und ja, deswegen ist das mein absoluter Favorit mittlerweile. Ja, wie gerade schon erwähnt, habe ich hier noch einen mitgenommen und der heißt Bouquet der Düfte Garden Collection und der riecht so gut. Richtig, richtig schöner Duft, also gefällt mir richtig gut und ja, damit denke ich, werde ich einfach mal ja, die Bettwäsche waschen und ja, freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, wie der dann in der Wäsche ist. Ja, noch ein Wäscheprodukt ist hier von Ariel, das Kompaktwaschmittel, das Colorwaschmittel. Ja, ich verwende eigentlich nur noch Pulverwaschmittel, weil die einfach, also ich habe das Gefühl, die Wäsche wird damit besser sauber. Ich weiß nicht, ob es nur der Eindruck ist, außer wirklich bei der Sportwäsche, dann nehme ich den Perwoll. Und ja, ich habe auch den Eindruck, dass es für die Waschmaschine einfach besser ist, als nur Flüssigprodukte zu verwenden. Und ja, deswegen durfte der hier wieder mit. Ja, dann durfte hier die WC-Ente mal wieder mit. Vorher, ich weiß gar nicht, was ich aktuell gerade habe. Ich glaube 00 WC oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich mal wieder die mit, weil irgendwie gefällt mir, also ich weiß nicht, der Kopf kommt irgendwie besser unten drunter und ja, deswegen durfte die mit. Und noch was mehr oder weniger für die Toilette ist hier das feuchte Toilettenpapier, da braucht mir mal wieder eine Packung. Ja, dann habe ich mir Wattepads mitgenommen, einmal wieder die großen Maxi-Wattepads. Und zweimal hier die kleinen für mein Augen-Make-up. Also dafür nehme ich ja immer mein Augen-Make-up mit runter. Da durften die mit. Ja, und bei DM gibt es ja meinen Augen-Make-up-Entferner nicht, den ich so gerne verwende. Jetzt habe ich mir den hier nochmal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mit Sicherheit kennt ihr den. Ja, das ist jetzt der von Balea für wasserlösliches Make-up mit Aloe Vera und ölfrei. Und ja, den wollte ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob der ja gut ist oder nicht. Mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall berichten und ja, meinen heiligen Gral kennt ihr ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt und ja, da bin ich mal gespannt, wie der so ist. Ja, dann habe ich mir hier einmal ein Duschöl mitgenommen von Nivea und ihr seht, ich habe das auch schon verwendet und zwar nicht zum Duschen, weil zum Duschen habe ich ja an sich genug. Sondern ich mache damit die Pinsel sauber. Ich habe jetzt aktuell, habe ich ja von Rituals ein Duschöl, das ich so am Körper halt nicht so gerne mag. Aber zum Pinselreinigen sind die
Öle wirklich richtig super. Also ich habe keinen besseren Pinselreiniger bis jetzt gefunden als so Duschöle. Weil ich habe wirklich schon viel ausprobiert. Also ich habe Pinselseife, dann von NYX den Pinselreiniger. Oh, ich weiß gar nicht. Also ich habe schon einige Pinselreiniger gehabt. Und bei vielen ist es wirklich so, dass man viel, viel Produkt braucht und gerade Foundation. Also Foundation ist ja wirklich so das Produkt, was am meisten in diesen Pinseln kleben bleibt. Und Duschöl ist da wirklich super. Und klar, das ist jetzt zwar nicht das günstigste Duschöl, also man kann auch das von Balea nehmen, aber ich habe mir gedacht, vom Duft her hat mir das irgendwie ein bisschen besser gefallen und deswegen duftet das hier mit. Und ja, also damit kriegt ihr eure Pinsel wirklich richtig, richtig sauber. Also ich nehme immer das Duschöl, mache damit die Pinsel schön sauber, damit geht wirklich alles schön raus. Und dann gehe ich nochmal mit einer normalen Seife drüber oder einem normalen Duschgel oder Shampoo, je nachdem, was man halt so daheim hat. Und macht die Pinsel nochmal sauber, weil das Öl ja, bleibt manchmal so ein bisschen drinne haften. Und deswegen damit nochmal mit einem normalen Produkt drüber gehen. Und ja, die Pinsel sind picobello sauber, super, super sauber wirklich. Und ja, ist die beste und günstigste Methode, die Pinsel sauber zu bekommen. Ja, dann habe ich mir hier einmal Ersatzklingen mitgenommen und das sind die Balea Man, wie heißen sie, Precision 5 Flex Pro Rasierklingen. Ja, ich bin nämlich auch auf Männerrasier umgestiegen. Erstens, die Klingen sind irgendwie gefühlt wirklich schärfer als bei den Frauen und ja, günstiger und halten irgendwie auch länger. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt für das Modell entschieden. Der ist auch schon im Bad und jetzt brauche ich halt mal Ersatzklingen und ja, finde ich super. Dann habe ich mir hier wieder meine Micellenreinigungstücher mitgenommen, die von Nivea, die nehme ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Also mit denen komme ich am besten klar, auch wenn ich im Gesicht damit arbeite und zum Swatches entfernen natürlich auch. Und die haben halt jetzt auch einen neuen Verschluss, also den gibt es jetzt schon eine Zeit lang. Und der ist wirklich super, weil der wirklich schön dicht bleibt und ja, nicht, also die Tücher können da nicht austrocknen. Das ist halt der Vorteil dabei, weil das ein bisschen stabiler gemacht ist. Finde ich echt super. Ja, die nächsten Produkte sind drei Badeprodukte und von Dresdner Essenz. Und zwar gab es in dem DM, wo ich drinne war, also ich war nicht in meinem Standard-DM, sondern in einem anderen. Und da gab es diesen Aufsteller von Dresden Essenz mit diesen, also Duschgel. Dann gab es ein Bodygel, also es war kein Bodylotion oder so, sondern es war wirklich so ein Gel. Aber die waren relativ teuer. Deswegen habe ich die stehen lassen, weil ich habe an sich eigentlich genug. Aber Badezusätze habe ich wirklich einige schon aufgebraucht. Und deswegen dachte ich mir, so für den Sommer können jetzt so die dreimal mit. Die duften nämlich auch wirklich gut. Also da haben wir einmal Dresden Essenz Refreshing Jutsu. Peeling und Bad nennt sich das. Das ist dieses hier. Und das riecht wirklich schön frisch. Da ist auch, glaube ich, Minze mit drin. Genau, Jutsu und Mint. So, das muss ich nochmal lesen. Also, erleben Sie den frisch aromatischen Duft nach Zitrone, Jutsu-Frucht und Minze in einem verwöhnenden Peeling. Das Peeling entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen, während es pflegendes Sonnenblumenöl für geschmeidige Hautgefühl sorgt. Dank seiner innovativen Rezeptur kann das Peeling auch als Badezusatz. Ach so. Jetzt komme ich mit. Also 2 in 1. Also ihr könnt praktisch erst euch einmal abschrubbeln damit und dann drin baden. Oder nur drin baden und ja. Genau, also hier steht es auch nochmal dabei. Gut. Peeling und Bad sollte man natürlich getrennt machen. Aber hier steht es auch nochmal dabei. Den Inhalt des Sachets auf die nasse Haut des Körpers aufdrängen, gleichmäßig verreiben, abschließend gut abspülen. Als Badbeutelinhalt ein einlaufendes Badewasser auflösen. Ja, auf jeden Fall super interessant. Ich glaube, da werde ich eins wirklich mal als Peeling ausprobieren. Wobei die halt vom Gefühl her sehr fein sind. Also da weiß ich noch nicht, ob das so funktioniert. Ja, das nächste ist hier Stimulating Pomelo, ich glaube es wird englisch ausgesprochen, grüner Tee und Timor Pomelo, das ist dieses hier, ja, sieht auch, also
generell sehen die drei wirklich richtig schön nach Sommer, Frische und toll einfach aus. Und das letzte ist hier Energizing Lemon. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob mir der Duft gefallen wird. Ich denke, das werde ich mal als Peeling verwenden, als Bad. Bin ich mir nicht so sicher. Das ist mit Kaviar Lemon und Verbena. Genau. Ja, dann geht's weiter hier mit der Garnier Ambre Soleil Aftersun Tuchmaske. Die hatte ich auch noch nicht ausprobiert und ja, jetzt zum Sonnenbaden habe ich mir gedacht, wird gleich auf jeden Fall noch gemacht und Wetter ist richtig schön und dann danach gibt es eine Maske. Deswegen durfte die mit. So, noch was zum Sonnenbaden und zwar habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Keine Angst, ich werde auch Sonnenschutz darunter tragen. Und zwar Hawaiian Tropical Tanning Oil. Das ist dieses hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das wird momentan wirklich in den Facebook-Foren hoch und runter gelobt. Und deswegen haben wir gedacht, probiere ich das jetzt mal aus. Und ich zeige euch gleich auch noch ein Produkt von Douglas, was ich mir geholt habe. Ja, weil ich möchte echt braun werden, Leute. Und ich bin weiß. Also hier sieht man es, glaube ich. Also ich bin schon ein bisschen brauner geworden, aber ich bin wirklich eine Weiß und ja, das wollen wir jetzt ändern. Genau. Ja, weiter geht's mit einem Deo von Syneo. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe oder nicht. Das ist ein Antitranspirant mit 5-Tage Wirkung. Also ich habe dieses Mal den Roll-On genommen. Normal habe ich immer das Spray, aber das gab es leider irgendwie nicht mehr. Und ja, das ist so, ihr tragt es praktisch auf über ein paar Tage. Sonst steht es hier nochmal irgendwo. Also über ein paar Tage tragt ihr das auf und dann müsst ihr das nur noch einmal die Woche auftragen. Und ja, das ist wirklich das Produkt, was wirklich davon abhält, zu schwitzen. Und ich muss echt sagen, ich verwende es halt hauptsächlich im Sommer, weil ich da doch schon gerade unter den Achseln sehr, sehr schnell schwitzen anfange. Und ja, ihr kennt es, es müffelt dann aber auch immer ein bisschen und das mag ich nicht. Und ich möchte mich aber auch nicht den ganzen Tag mit Deo hinstellen und sprühen und sprühen und sprühen und sprühen. Deswegen habe ich mir das vor ein paar Jahren schon habe ich mal das empfohlen bekommen, habe es ausprobiert. Da war das auch noch wesentlich teurer. Also mittlerweile kostet es nur noch 10 Euro oder so. Ich meine, ihr habt da, also die Packung hält euch theoretisch, wenn ihr das durchnehmt, für 12 Monate. Und wenn man überlegt, 10 Euro, das ist ja nichts eigentlich dann, ne? Und früher hat es, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Da habe ich damit angefangen. Und das ist wirklich das beste Produkt, wenn ihr wirklich schwitzt und ihr das nicht wollt, schaut euch das euch an. Es ist wirklich ein super tolles Produkt. Klar, es muss jeder selber wissen, ob er es verwenden möchte oder nicht, aber mir hilft es und deswegen verwende ich das sehr, sehr gerne. Ja, das nächste Produkt ist ein Nachkaufprodukt und zwar von NYX das No Filter Suns Filter Puder. Das ist ein Finishing Powder und das gebt ihr euch praktisch nochmal übers Gesicht auf, deckt nochmal so ein bisschen die Poren ab und alles. Und ja, ich liebe es und mein anderes ist jetzt fast leer. Was mir jetzt danach daheim erst aufgefallen ist, ich habe jetzt hier die Farbe Porzellan und vorher habe ich die Farbe Alabaster gehabt. Ja, es hat aber vom Swatchen her gepasst, also vielleicht einfach jetzt für den Sommer optimal, für den Winter, glaube ich, muss ich wieder die Stufe heller gehen, aber so an sich dürfte das jetzt passen. Ja, das nächste Produkt ist von Rosens, auch ein Nachkaufprodukt, ihr kennt es. Mein anderes ist jetzt nämlich fast leer, also ist noch nicht ganz leer, aber es wird jetzt die nächsten Tage leer werden. Und deswegen musst du wieder eins mit, weil das verwende ich wirklich morgens und abends. Und ich habe das Gefühl, es tut meiner Haut gut, es hilft mir und ja, deswegen darf das immer wieder mit. Ja, da möchte ich nochmal ein Produkt ausprobieren. Ich hatte das schon mal, aber nicht regelmäßig genug genommen. Und zwar ist es hier von Balea das Wimpernserum. Und ich möchte das jetzt einfach wirklich nochmal regelmäßig nehmen. Das kommt hier in dieser Verpackung daher, weil momentan meine Wimpern echt an manchen Stellen so ein bisschen komisch sind, sage ich jetzt mal. Ja, und ich habe halt die Hoffnung, dass sie dadurch einfach wieder ein bisschen voller, ein bisschen gleichmäßiger werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust,
ich habe bei Douglas angeschaut, 90 Euro oder so für ein Wimpernserum auszugeben. Und ja, deswegen möchte ich das jetzt nochmal ausprobieren, weil meine größte Angst ist immer, dass ich es dann einfach immer vergesse zu verwenden. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, wenn man 90 Euro ausgibt für so ein Teil, ist es halt dann doch schon ein bisschen schmerzhaft. Ja. Ja, noch zwei neue Produkte. Und zwar von NYX, die aus der Bear With Me Reihe. Habe ich einmal das Fixing Spray. Das habe ich auch schon drauf. Und Leute, das ist toll. Also Duft hat es jetzt nicht wirklich. Oh, das hat so einen feinen Nebel. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber es hat wirklich einen schönen feinen Nebel. Es kommt nicht so rausgeschossen oder so, sondern es verteilt sich schön gleichmäßig. Und ja, ich habe den Eindruck, das Make-up hält damit wirklich auch gut. Und deswegen finde ich das echt klasse. Und ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Also das kann ich, glaube ich, jetzt schon weiterempfehlen. Ja, noch ein Produkt, was ich euch auch schon empfehlen kann, weil ich habe es jetzt schon ein paar Tage verwendet. Und zwar fürs Alltags-Make-up. Und das ist wirklich eine Foundation, die jetzt nicht hochdeckend ist. Ich habe jetzt den hellsten Farbton genommen, Pale Light. Und so sieht das aus. Das weiß ich nicht. Also man kann es, glaube ich, erkennen. Man kann es sehr, sehr schön mit Pinsel, also am besten, habe ich festgestellt, lässt sich es mit einem Pinsel auftragen und dann halt mit einem Schwamm nochmal so ein bisschen verblenden. Aber es ist halt wirklich eine super leichte Foundation. Und ja, für den Alltag und für den Sommer wirklich top. Also da muss man sagen, sie setzt sich auch nicht unschön ab oder so. Sie verteilt, lässt sich schön verteilen. Und ja, sie ist mir fast momentan an Mühe zu hell, aber die nächste Farbe war mir ehrlich gesagt schon zu dunkel. Deswegen habe ich trotzdem die hier genommen. Und wenn man dann aber Bronzer aufträgt und alles, dann gleicht sich das wieder aus und dann passt das eigentlich ganz gut. Heute trage ich die allerdings nicht, also heute trage ich eine andere Foundation. Und ja, aber so fürs Alltags-Make-up finde ich die wirklich richtig, richtig toll. Ja. Ja, bei Rossmann war ich auch unterwegs und habe mir einmal einen Teppichreiniger geholt. Den habe ich jetzt aber nicht hier. Und ja, dann habe ich diese neuen Pinsel hier entdeckt. Also mir sind die vorher noch nicht aufgefallen. Wenn es die schon länger gibt, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Und das ist jetzt ein Blenderpinsel aus hochwertigem Kunsthaar. Was ich auch immer ganz schön finde. Also oft verwende ich ja Pinsel nicht für das sie eigentlich gemacht sind. Aber wenn ich mir dann manchmal so anschaue, schauen wir mal, ob ihr das sehen könnt. Oder ob das zu sehr reflektiert. Ich kann es jetzt hier leider nicht erkennen in meinem Display, ob man das jetzt am Video erkennen kann oder nicht. Wenn nicht, schreibe ich es nochmal rein. Und zwar ist das die 033 Blenderpinsel. Und das ist wirklich so ein schöner kleiner Pinsel, noch ein bisschen kleiner fast eigentlich als der zu Eva. Schauen wir mal, ob ihr das erkennen könnt. Ist jetzt eine Fliege oder was? Das ist sowas Blödes. Ja, auf jeden Fall ist das hier so ein kleiner Pinsel. Und ja, ich glaube, den kann man gut, ja doch, den glaube ich kann man gut verwenden. Und da bin ich echt mal gespannt, wie der ist. So, Dala, machen wir jetzt mit Riches oder mit Douglas weiter? Ich glaube, wir machen mit Riches weiter. Da war ich nämlich auch und habe drei Produkte gekauft. Einmal für meinen Freund habe ich etwas mitgenommen. Und zwar das, den Duschschaum. The Ritual of Samurai, das ist dieser hier. Organic Bamboo und Sandalwood. Das ist wirklich ein richtig schöner, frischer Männerduft. Also richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Den Duft mit. Und dann habe ich mir einmal ein Produkt mitgenommen aus der Ritual of Karma Reihe. Ich habe auch schon den ausprobiert. Das ist ein Conditioner, ein Color Protection Conditioner mit Argan Oil und Shea Car Kai. Okay. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Der sieht so aus. Und ja, also diese Ritual of Karma Reihe riecht so, so gut. Und ich hätte mir echt gern irgendwie noch mehr mitgenommen, aber dann hat die Vernunft gesiegt, weil ich brauche wirklich bloß einen neuen Conditioner, weil mein anderer fast leer ist. Und ja, dann habe ich mir den hier mitgenommen und die Haare riechen wirklich auch danach. Leider nicht
so lange so intensiv, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sie riechen wirklich gut. Und ja, vielleicht hole ich mir nächstes Jahr, wenn mein Vorrat an ja, Shampoos aufgebraucht ist, auch mal das Shampoo nach. Und ja, finde ich auf jeden Fall super. Ja, und dann durfte noch ein Produkt mit, das eigentlich in die Kategorie Duschgel fällt, wo ich ja eigentlich nichts mehr einkaufen möchte, aber ich war in dem Store, in Ritual Store und damals, wo ich mir bestellen wollte, gab es das nicht, ewig nicht und ja, die hatten den einfach da. Und zwar ist es der Ritual of Holy White Lily and Peach Blossom und es ist dieser coole Schaum, ne? Der ich vorne eine Rose macht. Ich finde den so cool. Warte mal, ich versuche das mal hinzukriegen. Ja, jetzt sieht das cool aus, oder? Schaut mal. Aber wenn man mehr Produkt rausdrückt, dann schießt das so nach oben. Aber so sieht das Ganze aus. Es ist eine nette Spielerei, ne? Und es riecht so toll, Leute. Das riecht so, so toll. Ich habe das im Laden getestet. So ein schöner Duft, gefällt mir richtig, richtig gut. Genau, die drei Produkte durften bei Rituals mit und dann gab es noch zwei Produkte bei Douglas. Ja, zwei waren es. Dann habe ich noch eine Probe bekommen. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal. Und zwar ist es die Ritual of Dao Probe. Ja, toller Duft als Handcreme, super. Und ich finde, ganz im Ernst, so kleine Handcremesachen reichen eigentlich vollkommen aus. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich bin ein Mensch, ich verwende sehr, sehr gern viele unterschiedliche Produkte und gerade auch bei Handcreme. Und Handcreme braucht sich ja sehr langsam auf, ne? Und da finde ich eigentlich so kleine Sachen, also wenn es die Handcremes in so kleinen Tuben gibt, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen mehr, aber viel mehr braucht es eigentlich fast nicht sein, weil ja, damit kommt man auch eine Zeit lang aus. Ja, fände ich irgendwie cool. Ja, ein Produkt, was mit durfte, und zwar ist das hier von It Cosmetics, der Bye Bye Pores Pressed, genau. Also das Press Powder, es gibt auch noch eine, loses Puder davon. Den habe ich auch schon verwendet heute. Mal hier oben hin. Genau, so sieht die Verpackung hier jetzt aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und schauen wir mal schnell. Genau, das ist der Translucent Farbton. Also der sieht so aus. Und unten drunter habt ihr nochmal so einen Pinsel. Und mit dem habe ich heute das Produkt aufgetragen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das die beste Variante ist zum Auftragen. Was ich jetzt sagen muss, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich einfach nur die Foundation unschön eingearbeitet habe oder nicht. Weil hier bilden sich so leichte Fältchen. Also wenn man irgendwie das Produkt, wenn sich das so ein bisschen absetzt. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das in dem hier liegt oder nicht. Gib das mal hin drüber. Sieht besser aus. Mal auf der anderen Seite nochmal. Also ich glaube, das ist ein Puder, was man nicht unbedingt mit dem Pinsel, sondern mit so einem, kennt ihr das, diese Schwämmchen? Jetzt bin ich fast nicht mehr auf den Pott gekommen. Mit so Schwämmchen aufträgt, weil ich habe das Gefühl, dann presst man das Puder besser in die Poren. Also mit dem Pinselchen, was dabei ist, bin ich noch nicht so begeistert. Also ich habe es jetzt heute, wie gesagt, das erste Mal ausprobiert und ja, muss es auf jeden Fall noch weiter testen. Werde auf jeden Fall mal berichten darüber, ob ich es gut finde oder nicht. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist hier ein Produkt. Ich habe es vorhin schon mal kurz angekündigt. Auch zum Sonnenbaden. Und zwar ist es der 10 Maximizer von
Genau. Also, den habe ich mir jetzt einmal geholt, weil viele von denen auch wirklich schwärmen. Der soll praktisch die Bräunelänge erhalten. Und ja, das ist im Endeffekt so ein Öl, was wohl die Melanin, heißt das Melanin? Ich glaube schon, Produktion länger ja, anhalten lässt, damit praktisch die Bräune länger hält und ja, genau. Schauen wir mal, ich glaube, ich habe es hier hinten irgendwo gelesen. Also reparierendes After-Sun-Öl für seidig schimmernde Haut. Haben Sie schon einmal von schöner goldener Sonnenbräune geträumt, die länger hält? Von nun an können Sie mit der neuen Generation hautreparierender und bräunungsverlängernder Tannen-Maximizer After-Sun-Produkte Ihre Urlaubsbräune um bis zu einem Monat verlängern. Der verbesserte bräunungsintensivere Tan-Activator-Komplex TAC wurde weiterentwickelt, um die natürliche Freisetzung von Melanin in der Haut zu verlängern und damit die Bräune zu stimulieren, als sei man immer noch in der Sonne ausgesetzt. Die intensiv beruhigende und feuchtigkeitsspendende Rezeptur unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut nach dem Sonnenbad und sorgt für ein seidig weich gepflegtes Hautgefühl. Das Ergebnis, die Bräune ist intensiver, strahlender und gleichmäßiger. Genießen Sie langanhaltende Bräune, um sich auch im Alltag das Urlaubsgefühl länger zu erhalten. Dieses Öl für seidig schimmernde Haut verleiht Ihre Bräune sofort beim Auftragen den für Lancaster typischen sonnenverwöhnten Schimmer. Die Haut wird wunderbar gepflegt und fühlt sich nach dem Auftragen seidig weich an. Anwendung. Nach dem Sonnenbad und nach der Rückkehr aus dem Urlaub großzügig auf Gesicht und Körper auftragen. Genau, das ist das Teilchen hier. Ist ja noch was anderes zu lesen. Also, da sind noch, also im Karton sind noch so verschiedene Sprachen drin. Genau, aber das ist an und für sich das Produkt. Das ist hier einmal so ein, ja, eine Flasche. Ich sprühe das jetzt mal schnell. Wobei mit dem weißen T-Shirt. Ich versuche das mal euch so. Ich will mir nur nichts versauen hier. Genau. Also ein schöner Duft. Und ja, also man schimmert natürlich durch das Öl auf jeden Fall. Weiß gar nicht, ob da vielleicht auch so Glitzerpartikel drin sind, aber sollte für ein Sonnenprodukt oder ein Produkt, das man nach der Sonne aufträgt, nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Aber gut, ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das wirklich so gut ist, wie alle sagen und ob das funktioniert und ja. Es ist auf jeden Fall ein angenehmes Öl, also es ist jetzt nicht so ein Öl, was jetzt so schwer auf der Haut liegt. Also von daher finde ich es eigentlich ganz gut und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt alle Produkte, die ich mir erschoppt habe und die ihr auch schon etwas länger auf meiner Wunschliste hatte. Gerade den hier zum Beispiel wollte ich schon länger mal ausprobieren. Und ja, ich freue mich jetzt auf mein Sonnenbad. Ich gehe jetzt auf den Balkon und lege mich auf die Liege und lass mich ein bisschen brutzeln und hoffe, dass die Produkte mir bei meinem Vorhaben helfen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!